Mensch Miriam, danke, dass wir hier mitmachen durften. Und wir waren ja gerade nur eine kleine Gruppe. Wie viele machen denn sonst immer mit? Das ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Mal sind wir eine kleine Truppe von 3, wir waren aber auch schon 12 Leute. Okay, und wie ist so die Altersklasse bei diesen Gruppen? Also ich würde auch sagen, komplett unterschiedlich. Also die Jüngste war 12, die einmal mitgemacht hat, und die Älteste war über 70. Wie kamen Sie denn auf die Idee, auf einem Stand-Up-Paddling-Board-Yoga zu machen? Also es gibt es ja schon etwas länger, aber hier in Deutschland und in Flensburg ist es ja noch nicht so ganz früh angekommen. Es ist ja erst seit letztem Jahr, machen wir das hier auf dem Brett. Ja, es kommt aus Amerika. Und wir fanden das einfach großartig, um eben halt Yoga auch ans Meer zu bringen. Und somit haben wir alles miteinander verbunden. Das Draußen, das Wasser, das Brett und Yoga. Interessant. Und seit wann machen Sie das hier an der Förde? Ja, erst dieses Jahr. Also ich mache es erst das erste Mal dieses Jahr, diesen Sommer. Und wie oft sind Sie denn schon insgesamt ins Wasser gefallen? Schon des Öfteren. Je schwieriger die Übung, desto schneller fällt man ins Wasser. Und was mögen Sie so privat lieber? Stand-Up-Paddling-Yoga oder normales Yoga? Beides. Beides hat was für sich. Also es ist komplett unterschiedlich, aber ich finde beides großartig. Und der Sommer ist hier in Flensburg so kurz, man muss es einfach draußen genießen. Das ist schön. Dann vielen Dank für das Interview und danke, dass wir mitmachen durften.